Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 1. Ich verstehe kein Wort. Auch gut. Wir müssen jetzt den Jungen finden. Foster, der hat sich natürlich freiwillig gemeldet. Okay, gibt mir was gerade gesehen? Nee. Hier, Sansa. Hier, hier, hier. Ach so, da überall, guck an. Hier auch, hier auch, hier auch. Da sieht uns gleich einer. Sie fragt, was sollen wir denn jetzt durch? Rennen oder die abschießen? Scheiße, jetzt haben sie mich gesehen, natürlich. Oh, jetzt habe ich den nicht getroffen, jetzt habe ich gegen die Wand geschossen. Läuft, würde ich sagen. Komm. Nochmal. So. Dann machen wir das eben so. Oh. Das kommt aber blöd nach. Oh nein, nein, nein. Tür zu. Hilft auch nicht viel. Ein Loch drin. So. Kommt noch einer? Da oben steht auch noch einer, guck. Bisschen schneller. Danke. Danke. Bob ist geschossen. Die reden immer noch. Ach, da ist eine. Ist jetzt mal Ruhe hier. Alter. Vielleicht sollte ich doch eher mal... Oh, ich versteck mich mal. Ich hätte ja schon gern eigentlich eine Sniper, die nicht so laut ist. Mit Schallschutz. Das wäre natürlich mega cool. Das wäre der Böno. Der Böno. Der Böno. So. So. Wir sind jetzt da hoch. Aber ich glaube, da
Ganz ruhig, ganz ruhig. Wo ist hier der verdammte Eingang? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang, ne? Schön vorsichtig. Hier, guck an. Wir schleichen trotzdem noch. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, da geht es jetzt auch gleich zur Sache. Finden wir Foster? Was, schon wieder? Sicher, dass sie mich nicht erschießen wollen? Komm, verschwinden wir von hier. Der Laden hier stürzt jeden Moment ein. Nein, wir können nicht weg. Der Feind ist immer noch da draußen. Verletzten bremsen uns aus. Du gehst. Ich sehe den Rückzug. Bishop, da draußen sind ich werde so tun, als würde ich die Festung attackieren. Das lenkt sie ab. Sobald du in Sicherheit bist, feuerst du ein Leuchtsignal. Wenn ich das sehe, werde ich mich zurückziehen. Scheiße. Oh, Befehlsverweigerung? Das sind Sie doch Spezialist. Komm her. So. Wie ein echter Australier. Sieht gut aus. Danke. Auf die Beine, Jungs! Und los! Ich hab die doch alle weggeschossen, also von dem. Tja, es gibt schlimmere Arten abzutöten. So, erreiche den höchsten Punkt. Jetzt hat er mich gesehen, oder? Der hätte es aber viel ausgehalten. Ich mache es einfach so, ich soll die hier ablenken, oder? Wie war das? Ich nehm's mit euch alles auf! So. Ich habe nur die Vermutung, dass jetzt das wieder bald kommen. Wo lang? Ich weiß nur, ob es hier irgendwo noch Waffen gibt. Was ist schon das? Jetzt habe ich wieder wirklich keine Muni. Guck an! Ein Handbuch! Die
mag ich nicht. Nur eine Pistole. Aber die nehmen wir jetzt mit. Ich habe, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel Muni, so viel Schuss. So wunderbar. Gehen wir mal da hoch. Geil, das ist ja cool. Das gesehen, ein Schuss und fertig. Weg war da. War hier nicht irgendwo noch ein Schneebob? Ein Schneebob? Nee? Oder war das weiter oben? Bin mir da nicht ganz so sicher. Dann nehmen wir die mal. Überraschung! Du bist aber sehr davon überzeugt, dass sie nicht ziehen können. Also ich finde, die treffen mich schon oft. Ich glaube, da. Ein verdammter Flammenwerfer! Nein! Oh nein, ich brenne! Oh nein, schon wieder. Jetzt den einen. Oh nein! Komm schneller. Der kann mich doch gar nicht so weit treffen. Ich will doch nur meinen Freunden helfen, da rauszukommen. Ich sehe gar nichts, wenn sie ganz so ruckeln. Nochmal so ein richtig. Ich werde auch Gegner. Der vorne bleiben ist, mir ist ganz recht. Kann ich einen nach dem anderen schön entspannt abschießen. Falls ich noch Munition hätte. Shit. Jetzt.
noch eine. Unglaublich, dass sie dafür tatsächlich sterben werden. Der obere den Innenhof. Sehr cool. Oh, shit. So. So viele! Ich gucke, dass sie da nicht von mehreren Seiten kommen. Aber sonst geht das eigentlich ganz gut jetzt hier. Haben aber noch einiges vor uns. So. Oh, da kommt der nächste Flammenwerfer. Ja, sehr weg. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Jetzt warten wir mal. Eroberung! Yay! Innenhof besetzt. Wupp, wupp. Kämpfe dauert 9 Monate an und münden schließlich in einem harten Kampfsieg der Osmanen. Fast 100.000 osmanische Soldaten verloren bei der Verteidigung ihrer Heimat ihr Leben. Aus ihren Reihen entstanden jene kampfgestellten Anführer, die danach die Republik Türkei gründen sollten. Erstmals kämpften Australien und Neuseeland unter ihrer eigenen Flagge. Die Geschichten von Heldentum und Kameradschaft waren entscheidend bei der Herausbildung ihrer nationalen Identität. Wow, das war jetzt auch wieder eine mega krasse Geschichte. Auch sehr schwer, also wirklich, muss ich sagen, stellenweise echt schwer. Manche gehen da vielleicht taktischer ran. Krass. Nee, gut. Eins haben wir noch und ich freue mich da auch total noch auf die letzte Kriegsgeschichte. Wir haben halt echt nichts gefunden, gell? Also, egal. Egal. Super, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge und eine der letzten Folgen von Battlefield. Die letzte Geschichte. Bis dann, ciao.